Alucard ist wieder am Start bei Castlevania DLC Revelations. So, wir wollten den Hebel ziehen. Mach mal. Die Tür hinter uns schließt sich. Doch eine neue Tür wird geöffnet. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Spielen die Verstecken? Kichern hilft dabei nicht. Witzig, witzig, witzig. Ja, guck, guck. Haha! Ah, Mist. Wir sind umzingelt. Okay. So, jetzt gibt's mal richtig ein bisschen Backenfutter. Mal ein bisschen hier die Sprungattacke hochskillen. Aua. Komm her. Ja, ja. Und? Steh auf. Ein bisschen Lebensenergie zurückholen. Hui. Auch. Hey. Geht doch. Oh, der ist so geplatzt. Naja. Naja, für die Erfahrungspunkte. Für den letzte? Wo kommt denn das her? Oh, was ist jetzt? Ach so, das Haus blutet wieder. Wer kommt raus? Eieiei. Der hat das Frostschwert. Klingt so das Lehrenschwert. Naja, irgendwie ist es doch Frost. Okay, hat sich eine Rüstung gebaut. Autschen. Autschen. Jetzt. Das ist beim Boss. Sehe ich gerade. Aua. Der holt sich seine Rüstung wieder. Naja, nehmen wir die mal wieder ab. Die Bombe rollt ja noch hier rum. Ah, komm schon. Ja, 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 heikle Sache hier. Wie machst du das?
Rüstung mal wieder. Okay. Zu drei Viertel tot, ja. Nicht noch einmal. Wir hatten ihn noch fast. So. Badass. Ein bisschen träge. Oh oh. Leichenschändung. Mother, I have the sword. Ah, zurück im Schloss. Ja, das ist jetzt richtig gut versteckt. When your father reached the castle after defeating the Forgotten One, he shut himself away in the innermost chamber. He lost his mind in that place. That is where the castle has hidden the Chaos Power. That place. I will return, Mother. I promise. Okey-doke. Now you must retrieve the Chaos Power, my son. Machen wir. Zack. So, eine Statue noch. The Chaos Power is in the most dangerous place of the castle. Most dangerous place. Das klingt nicht gut. Nee, doch. Mal eben ein bisschen Fähigkeiten kaufen, würde ich sagen. So. Keine Ahnung, kaufen. Mega Igneas, das klingt super. Schmidtsturm. Okay, das war's, glaube ich. Viel mehr kann man uns nicht leisten. Doch, ein Schmetterstich. Your father used
the power of the navigators to move swiftly between different areas of the castle. When they died, its power was forgotten. Hier geht's nicht lang. Your father will wake in a few hours. You must hurry, Trevor. Okay, sehr gut. Was müssen wir machen? Ah. Use your powers to find a way to reach that place from this room. Oh no. Okay, das ist abgefahren. Was passiert denn jetzt hier? Neuer Charakter? Urbewohner, Navigatoren. Er war ursprünglich ein Reisender aus einer anderen Ebene mit einer humanoiden Erscheinung, doch angezogen vom Bösen der Burg, erlag er ihrer leeren Macht. Da er lange und intensiv der Energie Draculas ausgesetzt war, wurde er deformiert und hat sein Dasein in verschiedene deformierte Avatare gespalten, die frei von Begriffen wie dem Schmerz der Zeit oder der Existenz selbst sind. Die multiple Kreatur hat die Eigenschaft von Wesen, die sich nur auf einer Ebene bewegen, angenommen und sich auf mehrere Ecken der Burg ausgedehnt. Angetrieben durch den Wunsch, den Hüter des Schwertes zufriedenzustellen, antworteten die Navigatoren auf seine Präsenz, formten einen Raum um ihn und transportierten ihn von einem Punkt der Festung zum nächsten. Der Schlaf des Drachen unterbrach jedoch den nötigen Energiefluss, sodass sie nach mehreren Jahrhunderten schließlich verendeten. Bitte was? Und, achso. In einem komplett neuen Abteil. Naja, füllen wir erstmal unsere beiden Mopeds auf. Hui! Hier steht was. Fraternitas Lucis Semper Damnitur. Bruderschaft Licht. Also die Bruderschaft des Lichts. Immer Damnitur. Wahrscheinlich irgendwas mit Verdammnis. Oder so. Aha, da oben liegt ein Schlüssel. Zoom, zoom, zoom. Ah. Da ist der zweite der Wächter, Doad. Okay, Fledermaus. Mal sehen hier. Hui. Ego Vos Omnis Interficium. Ich Vos euch immer. Ach, keine Ahnung. Herr Wolf. Und vor allem per Anlauf. Ach nee, Fledermaus. Odium, bla bla. Oh, wir müssen uns ein bisschen weilen. Me Vindicabo. Ich weiß es nicht. Es ist schon wirklich lange her. Aha, da geht's lang. Wolf darüber? Hier gibt's nichts. Wieso gibt's diesen Gang? Okay, so geht es anscheinend nicht. Das lief wie geschmiert. Wofür ist dieser Gang? unser Leben, die Lebensenergie ist nicht mehr allzu hoch. Okay, holen wir uns wieder.
Tada! Tada! Autsch! Hörst du mal auf damit? Zack, die Bohne. Hoi! Werden die so lang gezogen? So, wo ist die Pfütze? Da ist die Pfütze. Außen vorbei. Huh. Schwert aufwerten. Was bringt eigentlich der Beherrschungslevel? Mehr Schaden, oder wie? Gegenschlagstich. Was hat? Achso, nach dem Blocken 3x. Alles klar. Versuchen wir als nächstes. Was? Puh, das war ein schweres Gelände. Aha. Aber wir haben keinen Schlüssel, gell? Okay, Treppchen rauf. Was ist das? Ja. Guck mal, lecker, lecker. Den nehmen wir gerne mit. Und scheint auch schon der vorletzte zu sein. Puh. Erfahrungspunkte? Wofür? 1200. Salto. Ja klar. Das wir den noch nicht haben. Zitze. Alter Stich. Na klar. 1,6. 6,40. 6,40. 6,40. Männerschnitt. Kaufen. Okay, was kann der hier? Ah, okay. Bitte nicht auf Zeit. Bitte nicht auf Zeit. Fledermaus. So. Jetzt aber Herr Wolf drüber, ne? Verzeihung. Okidok.
Schlüssel. Kriegen wir den Sprung hin? Hui! Oh, die gehen unter. Jetzt aber zügig. Aha. Dann sahen wir hier nicht schon mal? Gabriel Belmont. Gabriel Belmont, Yam. Non est. Ich bin nicht Gabriel Belmont. Hier waren wir schon, glaube ich, mit Gabriel. Da haben sich dann hier die Treppmann-Seiten gebildet. Glaube ich. Ach, wir müssen zu den Gorgonen. Richtig? War das nicht bei den Gorgons? Jo, da sind sie. Und da ist auch die Chaosmacht. Ja, wir müssen vermutlich dem aufsteigenden Blut entkommen. Was bist du? Wo geht's lang? Ah! Hier oben? Nein! Ein Sprung zu viel. Nein, rauf. Jetzt aber schnell. Und hoch, hoch, hoch. Warum bist du nicht hochgesprungen? Hä? Fehler wird wahrscheinlich meinerseits liegen. Okay, das passt. Prima. Aha! Geschafft. Sende? Was seid ihr denn? Autsch.
Erstmal das Fliegeviech hier ausschalten. Was zum Henker? Achso, okay. Geht weiter. Herr Kruzifix. Den holen wir uns. Wie kommen denn da noch von den Viechern? Jetzt noch die Harpie, oder was? Wenn ich mal stillhalten würde. Kann man die überhaupt blocken? Alter, also Viecher in der Luft zu erwischen ist gar nicht so einfach. Zappel, zappel, zappel. So. Und genüsslich mit Speisen. Okay. Vivere. Leben oder sowas? Tei nuen venium. Te in venium suen. Weiß ich auch nicht. Tagebuch lesen. Anführer Adrians Tagebuch. Tag 1. Diese widerliche Blutlache spuckt in Wellen die Knochen ihrer Opfer aus. Man kann unmöglich hindurchschwimmen. Ich kann den Gestank kaum ertragen und muss verschwinden, um meine Rationen zu essen. Tag 3. Vielleicht sollte ich einige schwimmende Gegenstände auf diesen See legen und vom einen zum anderen springen, um auf die andere Seite zu gelangen. Tag 3. Am Abend. In der Nähe befinden sich Vampire. Wenn Gott mir Kraft gibt, werde ich geeignete Kisten finden. Meine Rationen sind aufgebraucht. Schon bald werde ich nicht mehr gut kämpfen können. Tag 5. Ich habe jetzt Kisten. Und sie schwimmen! Wenn ich den Hunger überwinden kann, werde ich bald diesen verdammten überfluteten Raum durchqueren. Tag 6. Ich habe ein wenig Blut abbekommen, doch ich habe es auf die andere Seite geschafft. Vielleicht ist es in kleinen Mengen nicht tödlich. Ich muss nur versuchen, nicht hineinzufallen. Bald werde ich den Mechanismus auf der anderen Seite des Sees erkundet haben. Tag 6, Abend. Ich weiß jetzt, wie ich zu Nahrung komme. Heute ist mein Glückstag. Mit neuer Energie kann ich mich konzentrieren, um das Rätsel zu lösen. Rezept? Zermahle oder zerhacke etwas Zwiebel und Petersilie, erhitze das Ganze im Blut und filter die Knochen heraus. Entferne das kleine Gehackte, bevor es zu kochen beginnt. Sammel dann die Klumpen raus und lass es abkühlen. Klingt nach einer richtigen Delikatesse. Aha, okay. Es schaut nach einem Rätsel aus. Mit einer Urne oder einer Vase am Ende. Naja. Was es hier mit dieser Höhle, mit dieser überfluteten Halle auf sich hat, erfährt Alucard. Und wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi! Yoo!